Smells Like Teen Spirit von Nirvana ist weltweit wochenlang Nummer 1 in den Charts. Alles beginnt mit dieser Kritzelei. Kurt riecht wie Teen Spirit. Kathleen Hanna, eine gute Freundin von Kurt Cobain, verbringt ihre Jugend mit dem Musiker. Noch weiß niemand, dass etwas Epochales in der Luft liegt. Wir schreiben das Jahr 1990 und Kathleen schreibt Kurt Smells Like Teen Spirit an dessen Wand, inspiriert von diesem Werbespot. Teen Spirit, the harder you play, the harder it works. Teen Spirit. Just for teen time. Teen Spirit. Der Grunge-Rocker, der nach Teenie-Deo riecht. Kathleen wollte Kurt nur ärgern und ahnt nicht, dass ihre Kritzelei wenig später Musikgeschichte schreiben wird. Das erzählt Kathleen Hanna auf einem Konzert. Kurt rief mich an. Deine Zeile da an der Wand, die war cool, ich will sie für einen Song benutzen. Ja, ja, mach nur, solange ich nicht mehr an diese Nacht denken muss. Ich legte auf und dachte, wie verdammt will er Kurt Smells Like Teen Spirit benutzen? Ganz einfach, als Titel für einen der größten Rocksongs aller Zeiten. Kurt Cobains Originalnotizbuch verrät's. Unser Big Picture. Als Teen Spirit erschien, war der Song einfach überall. Mach das Radio an, da ist er. Sogar draußen. Auf T-Shirts. Überall. Smells Like Teen Spirit verkauft sich mehr als 2 Millionen Mal und stürmt weltweit die Charts. Smells Like Teen Spirit. Auch das Deo wird zum Renner. Der Umsatz verdreifacht sich. This smells good. I knew it smelled like Teen Spirit. Hey, this is for girls. This smells like Teen Spirit. Kurt Cobain hat für eine ganze Generation die Hymne ihrer Jugend verfasst und ihr irgendwie auch einen Geruch gegeben, den eines billigen Deos. Das ist Rock'n'Roll.